Search history songs. Target GDR. In der Oberlausitz haben am Montagabend wieder viele Menschen gegen die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung demonstriert. Etwa 550 Menschen nahmen in Zittau an einem Ringspaziergang teil, so die Polizei. Der Einsatzzug der Polizeidirektion Görlitz sei mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei vor Ort gewesen, um die Corona-Verordnung durchzusetzen. Die Versammlung sei nicht angemeldet gewesen und die Polizei habe daher über Lautsprecher die Auflösung der Demo verkündet. Viele Teilnehmer hätten Mindestabstände und Maskengebote nicht eingehalten. Gegen etwa 100 Personen seien entsprechende Anzeigen von der Polizei aufgenommen worden. Die Polizei wird andernfalls Personenkontrollen durchführen und Verstöße sanktionieren. Es ist jetzt 18:33 Uhr. Ebenfalls am Montagabend hatten sich die Freunde von Pegida auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Zittau zu einer angemeldeten Demonstration zusammengefunden, um gegen die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung zu demonstrieren. Deren Rechte sie wahren sollen oder aber lieber in hündischer Unterwerfung alles abnicken. Wozu sitzt ihr im Landtag? Wisst ihr das noch? Eines sollte euch doch klar sein. Wenn es mit der Ermächtigung der Berliner Despoten so einfach durchgeht, sind die Landtage bald selber Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass die Medien darüber berichten werden, dass die Pläne für den teuflischen Einfall dieser Plandemie schon vor Jahren in dem Buch Die Welt von Morgen, kurze Geschichte der Zukunft, das 2006 in Frankreich erschienen ist, schwachen und dann die Nutzlosen, die nichts zur Gesellschaft beitragen, weil es immer mehr werden und schließlich die Dummen. Euthanasie muss ein wesentliches Instrument unserer zukünftigen Gesellschaften sein. Wir erfinden eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt, ein Virus, das die Alten oder die Älteren befallen wird. Die Aussagen der Politiker vom Einparteienkartell zeigen, dass sie sich in einer völlig anderen Welt befinden und dass sie jegliche Bindung zum Volk verloren haben. Die politische Machtelite und ihre Systemmedien haben sich radikalisiert. Sie versuchen, die Bürger einzuschüchtern und zu manipulieren. Bei der Berichterstattung vom Parteitag der AfD haben wir gesehen, wie linksgrün ihre Ideologie ist. Ein ARD-Journalist hat unter anderem die Vorstellung der Familie, Mutter, Vater und Kind, als rückwärtsgewandt bezeichnet. Search history songs. Target GDR. Scans. Nein, das ist keine freie Gesellschaft, sondern das ist eine Chaosgesellschaft. Die Freiheit bedarf der Ordnung. Frei ist nur der, der tun kann, was er soll. Frei ist nicht der, der nur tut, was er will. Sondern Freiheit bedingt Ordnung und Freiheit bedingt Verantwortung. Und es gibt einen Exzess an Freiheit, an dem jede Freiheit und jede Demokratie zugrunde gehen würde.